Nee. Freunde der Nacht, habt ihr das wieder mal mitbekommen? Also ich habe langsam echt wirklich das Gefühl, die CDU-CSU entwickelt sich so zu einem kleinen Verfassungsfeind. Und einer, der sich von Kampf-Knarrenbauer nicht das Wasser reichen lassen wollte, hat sich jetzt gedacht, ich hau mal wieder einen raus. Unser Heimathorst aus dem Heimatministerium hat das diesmal nicht direkt gemacht, sondern eher indirekt. Und damit willkommen zu einem weiteren Vlog. Diesmal ist mir das Essen so ein bisschen ausgegangen. Aber da ich so ein saures Thema rausgesucht habe, habe ich gedacht, saure Apfelringe. Süß und sauer zusammengemischt. Nun, was ist passiert? Es gibt einen Referentenentwurf. Was ist ein Referentenentwurf? Warum heißt denn das so komisch? Er hat einen Referentenentwurf. Das ist einfach nur ein historischer Kampfbegriff. In Wirklichkeit heißt das nichts anderes als ein Gesetzentwurf, der in einem Ministerium erarbeitet wird von den sogenannten Referenten. Also Leuten, die im Ministerium dafür zuständig sind, Gesetze zu entwerfen. Und jetzt? Jetzt ist tatsächlich einer geleakt. Und zwar aus dem Innenministerium und wurde an netzpolitik.org weitergeleitet. Und aus diesem Gesetzentwurf kommt quasi hervor, dass unser geliebter Herr Horst Seehofer, Heimathorst, nicht nur die Verschlüsselung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselungs-Messenger-Diensten knacken möchte, sondern er möchte jetzt auch die Pressefreiheit angreifen. Weil wenn Kramp-Karrenbauer sagt, wir müssen mal darüber diskutieren, ob wir eine Zensur einführen, da geht der Seehofer noch einen Schritt weiter. Er will amerikanische Verhältnisse. Er möchte die Presse ausspionieren dürfen. Und das ist im Gesetzentwurf enthalten, denn es soll den Geheimdiensten ermöglichen, auch Pressevertreter auszuspionieren. Das heißt im Grunde genommen, so ein Bundestrojaner, den dürfen wir jetzt auch bei Pressevertretern einsetzen. Mit anderen Worten, stellt euch mal ein Szenario vor, netzpolitik.org, die geleakten Dokumente und der Generalbundesanwalt, der damals das Ganze untersucht hat. Das war in der Öffentlichkeit, man hat es also mitbekommen. Und natürlich haben die einen Brief bekommen, ja, ihr werdet jetzt gerade überprüft. Dann wussten sie, oh, was geht denn da ab? Ich kann nicht so viel essen von diesen sauren Apfelringen, werde ich zu fett. Also, was geht denn da ab? Das ist übrigens die Box, wo ich die sauren Apfelringe drin behalte. Ich weiß nicht warum, weil da sind nur noch 3 Stück drin, aber ich mache es einfach zu, damit ich nicht weiter esse. Also, warum ist das ein Problem? Nun ja, wenn wir jetzt den Geheimdiensten die Möglichkeit geben, diese Pressevertreter auszuhorchen, ohne dass die Leute selber davon wissen, dann ist es natürlich ein einfaches und ein leichtes, wenn sie da irgendwelche Trojaner installieren, dann die Verschlüsselung, auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich habe mir ja vorher gefragt, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie soll denn das geknackt werden? Dann müsste ja irgendwie auf die Geräte der Leute erstmal kommen. Da gibt es ja Gesetze für, um auf die Geräte der Leute zu kommen. Aber Horst Seehofer wollte ja, dass die Betreiber dieser Messenger-Dienste einen Schlüssel bereitstellen, damit sie nicht halt über den Bundestrojaner-Weg gehen müssen. Warum auch immer. Nun ja, hier bei den Pressevertretern könnte sich der Geheimdienst einfach ja, auf die Geräte hacken und dann sagen wir mal einfach einen Trojaner installieren, der dann beispielsweise Tastenanschläge, virtuelle Tastenanschläge mitliest. Oder auch echte Tastenanschläge, auf der Tastatur beispielsweise, mitliest. Und das würde dann dazu führen, dass selbst ein verschlüsselter Messenger natürlich nichts bringt, wenn ich die Tastenschläge alle rauskriege und dann den Text, der geschrieben wird, eben auch im Klartext dann habe. Nun ja, der Horst Seehofer will oder sein Ministerium hat einen Gesetzentwurf ja, vorgelegt, der so etwas ermöglichen soll. Und jetzt frage ich mich ganz ehrlich, Kollegen, geht es noch? Was ist denn mit Pressefreiheit? Habt ihr denn nichts aus den Snowden-Enthüllungen gelernt? Diese Snowden-Enthüllungen werden nie ans Tageslicht gekommen. Snowden wäre einfach in irgendeinem schwarzen Loch versunken, hätte der Geheimdienst, also bei dem er selber gearbeitet hat,
eben die Möglichkeit gehabt, auch relativ schnell die geheim veröffentlichten Dokumente dann an die Pressevertreter, dann eben auch, wo er noch im Land war, dann mitzuhören oder abzuhören oder zu schnorcheln. Und nicht ohne Grund haben wir ein Whistleblower-Gesetz bekommen. Klar, man kann sich darüber streiten, ob es jetzt noch genug ist oder ob es zu wenig ist, was wir da haben. Aber wir haben eins bekommen, eben aus diesen Gründen, um solche Whistleblower zu schützen. Und nicht dazu, jetzt, dass dann jetzt irgendwie das Ganze dann dadurch umgangen wird, dass wir ein neues Gesetz einführen. Das heißt, ja, Pressefreiheit und Quellenschutz, da wollen wir auch mal genauer hinschauen als Staat, weil, ne, der Geheimdienst gehört dem Staat. Er heißt zwar Verfassungsschutz, untersteht allerdings dem, der Regierung. Und stellt euch mal vor, mit diesem Gesetz, Gesetzentwurf, wenn es dann als wird dann zur Abstimmung gebracht, muss natürlich vom Innenministerium erstmal abgesegnet wird, wird dann zur Abstimmung gebracht und wird dann unterschrieben oder wird dann abgestimmt, dann stimmen alle bei der CDU für ja, weil sie müssen ja alle die rechte Hand heben. Dann haben wir ein Problem, wenn die Regierung mal wirklich weiter nach rechts wandert. Es ist das richtige rechts. Links, rechts, ja. Das ist immer noch das gleiche rechts, hoffe ich auch für euch. Kurz überlegen mit dem Spiegeleffekt in der Kamera. So. Also, dann haben wir wirklich das Problem. Stellt euch mal vor, die AfD oder wenn man noch weiter rechts kommt an die Macht und hat diese Befugnisse. Dann sieht es aber mit der Pressefreiheit ganz, ganz düster aus. Also wenn da einer irgendwie so ein Strache-Video rausfindet, dann ist aber hier ruckzuck der Geheimdienst dahinter, blockiert das Video eventuell, lässt den Bundesverfassungsschutz drauf anlaufen und dann sind die Quellen auch ruckzuck gefunden und dann war es das für die Quellen. Oder es wird zumindest sehr, sehr viel schwieriger, diese Quellen zu schützen für die Medien. Und wenn dann so ein Medium ein, zwei Skandälchen hat, es reicht ja auch nur ein großer Skandal, wo die Quelle geplatzt ist, dann hat man ja schon einen so große Angst bei Whistleblowern geschaffen oder bei Leuten, die irgendwie, wir müssen ja nicht unbedingt immer Whistleblower sein, sondern auch Leute, die irgendwelche geheimen Sachen überbringen wollen, dass eben die Integrität dieser Medien nicht mehr gegeben ist und dann gehen sie halt nicht mehr zu diesem Medium hin. Und selbst wenn so ein Gesetz existiert, hat man natürlich als Whistleblower auch im Hinterkopf die Angst, ja, man wird eventuell verhaftet, abgeführt oder man landet irgendwo sonst so und der Schlüssel wird weggeworfen und dann, ja, guckt man da in die Röhre. Aber das ist noch nicht das Schärfste von der ganzen Geschichte. Erst einmal hat der Seehofer in seinem Innenministerium tatsächlich Leute sitzen, die auf so eine Idee kommen. Und ich erinnere mal daran, wir haben 70-jährige Verfassung gefeiert. Naja, Verfassung, sie heißt eigentlich Grundgesetz bei uns. Aber 70 Jahre lang haben wir es gefeiert. Es wurde in so kleinen Büchlein ausgegeben. Hat denn das keiner gelesen? Im Innenministerium. Das Heimatministerium. Unser Heimatmuseum, unser Heimathorst. Hat das denn keiner bei dem gelesen? Was hat er da für Leute eingestellt? Und wenn man sich dann nochmal anhört, das lese ich mal vor, wie das Ganze heißt, dieses Gesetz oder dieser Gesetzentwurf, wie der Ganze genannt wird und von denen genannt wird, dann kommt man erstmal auf die Denkweise der Leute, die der da eingestellt haben muss. Und zwar heißt dieser Entwurf Gesetz zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts. Ich gebe euch ein bisschen Zeit, das mal zu verarbeiten. Gesetz zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts. Ihr habt jetzt eine Sekunde Zeit gehabt, mal nach Gesetzen zur Harmonisierung zu suchen. Vielleicht auch mal den englischen Begriff Harmonizing Law oder sowas eingeben im Internet. Dann kommt ihr relativ schnell auf den Euphemismus, den eben Staaten verwenden, bei denen es mit der Meinungsfreiheit und Pressefreiheit nicht so hoch hergeht. Beispielsweise China hat da einen super Euphemismus geschaffen für ihre Zensur, indem sie das halt eben Harmonisierung nennen. Und auch Webseitenbetreiber, die beispielsweise Zahlen wie, was war es, 8 und 9 irgendwie, weil das könnte ja was mit einem Datum zu tun haben, ihr könnt dreimal überlegen, was,
zensieren müssen. Ich glaube, es waren 8 und 9, oder? Ja, also solche Systeme, die Zensur betreiben, und ich war vor kurzem in China und ich kann da aus erster Hand von berichten, dass es dort eine Zensur gibt, beispielsweise eine Zensur des Internets. Das heißt, es gibt kein freies Internet, es gibt halt nur ein chinesisch blockiertes Internet. Es gibt zwar Umwege über VPNs und so weiter und so fort, aber wir haben ein harmonisiertes Internet, sagen wir es mal so. Ich glaube, so wird es in China auch genannt. The Great Firewall of China heißt es bei uns hier. Aber das ist nur ein Beispiel. Es gibt natürlich noch andere Staaten und Staaten, die das natürlich noch krasser machen. Aber dieser Begriff Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts ist auch schon wirklich ein ganz starkes Stück, das so zu nennen. Und dass die die Reise, einfach den Schuss nicht gehört haben bei der CDU und CSU. Ich muss, glaube ich, und das muss ich jetzt mal für euch CDU, CSU dann mal vorlesen, den Artikel 5, Absatz 1, Paragraph 1 des Artikels 5 unseres Grundgesetzes. 70 Jahre. Ja, das war das Zitronenteegetränk, blamende Zitronenteegetränk. Ich habe aber auch immer Probleme, mein Kotzen zu unterdrücken, mein Würgereiz zu unterdrücken, wenn ich solche Ideen von der CDU, CSU wieder mal lesen muss. Also, Artikel 5 unseres Grundgesetzes, 70 Jahre alt, Paragraph 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. AKK, du bist gemeint. Und zu verbreiten. AKK, du bist gemeint. Und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. AKK, du bist gemeint. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Seehofer, du bist gemeint. Heimatdorst. Eine Zensur findet nicht statt. Da ist, glaube ich, die ganze CDU und CSU mit gemeint. Das ist eigentlich schon traurig. Also, wir hatten ja jetzt die Europawahl und die sind ja ziemlich abgesagt. Aber ich sag mal so, wenn das so weitergeht mit denen und mit diesen Schnapsideen, die sie jetzt hier wieder vortragen, dann ist das mit der Zensur nicht weit hin. Und dann müssen wir also bei der nächsten Bundestagswahl, 2 Jahre, wie gesagt, haben wir noch Zeit, wenn dann nicht vielleicht was vorher, vielleicht bricht die SPD vorher schon zusammen, ich weiß es nicht. Sie hält sich ja nur noch auf Krücken. Müssen wir dafür sorgen, dass solche Leute mit solchen Schnapsideen nicht an die Macht kommen. Weil sie sind, ich habe jetzt die Verfassung vorgelesen, unser Grundgesetz vorgelesen. Das, was AKK angedeutet hat, entspricht nicht dem Grundgesetz. Das, was Horst Seehofer macht, entspricht nicht, oder was er vorschlägt, oder was sein Ministerium vorschlägt, oder so. Und was er vorher in Sachen vorgeschlagen hat, entspricht nicht dem gesunden Menschenverstand. Das ist erstmal das mit der Verschlüsselung, ne? Und ne, das ist der gesunde Menschenverstand. Das ist schon mal erstes Penalty. Da ist bei der CDU, CSU, zumindest im Führungspersonal, ich will jetzt nicht jeden Einzelnen beleidigen, sondern nur das Führungspersonal, da ist wohl im Oberstübchen, da ist, die Lampen sind da ausgegangen, glaube ich. Aber dann geht es ja in Richtung Verfassungsfeindlichkeit, will ich jetzt nicht sagen, sondern Verfassungsbiegen und Brechen, weil eine Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet, ist natürlich jetzt altertümlich formuliert, aber Rundfunk ist auch das, was ich jetzt hier gerade mache, ich funke rund. Ich hoffe, die Rundfunkmedienanstalten haben das jetzt nicht gehört, sonst müsste ich eine Lizenz beantragen. Aber das Internet ist auch damit gemeint. Und eine Berichterstattung zu gewährleisten heißt, dass ich als Presseorgan davon ausgehe, dass nicht irgendwelche komischen Geheimdienste, inländische vor allen Dingen und ausländische, mit der Unterstützung unserer Regierung oder den inländischen Geheimdiensten, sprich unsere Regierung, die dahinter steht, dann es ermöglicht wird, mich auszuspionieren als Presseorgan, mich und meine Quellen auszuspionieren als Presseorgan. Deshalb ist das für die Leute, die noch Vertrauen hatten in die Bundesregierung, also ich rede jetzt an die Presse, gerade die etwas größeren Medienhäuser werden das sicherlich schon gemacht haben, ist es wichtig, nochmal daran zu erinnern. Das ist das, was unsere Bundesregierung plant. Das ist ein Gesetzentwurf unseres Innenministers.
ihr müsst jetzt langsam aufwachen, ihr müsst den Quellenschutz nochmal verstärken, ihr müsst Wege schaffen, dass sich Leute bei euch anonym melden können, auch übers Internet, über soziale Medien beispielsweise oder Ähnlichem. Da gibt es Möglichkeiten und Wege. Schaut euch das an, was Heise beispielsweise gemacht hat mit ihrem Postfach, wo Leute, Whistleblower, sich einfach da einklinken können und dann etwas liegen lassen können, sagen wir mal so. Also ihr müsst irgendwelche Wege schaffen, auch im Digitalen. Und ihr müsst natürlich darauf achten, wenn solche Gesetze jetzt kommen, erstens das sehr stark zu kritisieren. Jetzt habt ihr noch die Freiheit, das zu machen. Sehr stark zu kritisieren. Das Rezo-Video sollte man als Motivation dafür nehmen, eventuell. Und dann natürlich zweitens dafür zu sorgen, dass man die Infrastruktur schafft für den Fall der Fälle, dass das halt nicht funktioniert. Und ich meine das jetzt sehr ernst. Wir bewegen uns wirklich in eine Gedankenwelt einer Zensur, die mir überhaupt nicht gefällt. Und wenn wir das nicht haben wollen, jetzt haben wir noch die Zeit. Wir haben noch eine schöne, gute Demokratie, auch an einer anderen Stelle anfängt ein bisschen was zu bröckeln. Aber mit den Ideen legt man halt wirklich da den Sargnagel an die Mauer und will sie einreißen irgendwie. Und dann bricht das ganze Haus zusammen. Die schöne Demokratie. Also, wenn ihr nicht wollt, dass die Demokratie zusammenbricht, wisst ihr, was ihr zu tun habt. So, das ist so mein Senf dazu. Ne, Senf habe ich eigentlich nicht. Meine Apfelringe dazu. Und mein Zitronenteegetränk. Bis zum nächsten Mal. Also, ihr könnt diese komischen Vlog auch abonnieren. Es gibt so bei YouTube so abonnieren und ich habe es vorher nicht erwähnt gehabt, aber ich habe mal die Frage bekommen, ey, gibt's noch mehr davon?